Sie können sich jetzt schon die Dramaturgie so ein bisschen vorstellen, wer jetzt gleich zu Wort kommen soll, nämlich die beiden, die wirklich mit diesen Dingen zu tun haben. Es ist ja ganz interessant, dass bei dieser Runde jetzt rausgekommen ist, dass offenbar das kulturelle Bild etwas mit Perfektion zu tun hat. Und wenn ich die Bilder und das, was ich mir jetzt auch ein bisschen angeguckt habe, richtig verstehe, dann scheint ja die große technische Herausforderung darin zu bestehen, mit dem Nicht-Perfekten, mit dem nicht eindeutig Berechenbaren von Situationen umzugehen, in denen gerade im Kontakt zwischen Mensch und Maschine sozusagen dann auch Möglichkeiten sich überhaupt erst eröffnen. Also würde die Maschine noch so funktionieren wie die Spielzeuge, die Sie vorhin dargestellt haben, also ganz eindeutig, eindeutig als Trivialmaschine, dann könnten diese Interaktionen ja gar nicht stattfinden. Also ist eigentlich Ihr Problem sozusagen die Anpassung an den nicht eindeutig berechenbaren Menschen, wenn es tatsächlich um eine unmittelbare Interaktion zwischen robotischer Technik und dem Menschen geht? Ja gut, Ihre Frage ist wahrscheinlich ein bisschen in Richtung der Herausforderungen, den technischen Herausforderungen, die jetzt damit verbunden sind. Die Herausforderungen, die sind schon da, auch wenn der Roboter nicht mit dem Menschen interagiert. Die werden natürlich noch größer bei der Interaktion mit dem Menschen, weil der Mensch so schwer berechenbar ist. Aber um das zu verdeutlichen, Sie haben ja das Thema schon mal aufgegriffen in Ihrer Einleitung, deswegen werde ich mich anschließen. Es wird relativ schnell klar, wie komplex zum Beispiel ein einfaches Greifen eines Objektes und das Wiederablegen ist. Wie gehen die Robotiker da vor? Man muss sich überlegen, man hat um die 20 Muskeln, die bei so einer Bewegung beteiligt sind. Man muss dann ausrechnen, wie sich jeder einzelne Winkel bewegen muss, wie viel Grad, welche Kraft jeder einzelne Muskel ausüben würde. So ist der klassische Ansatz. Und man stellt sich sehr, sehr schnell vor, dass das zu einer sehr großen Komplexität führt. Und dann müssen Sie sich überlegen, Sie kennen die Kontaktpunkte und dann möchten Sie ausrechnen, an welcher Stelle Sie greifen müssen, mit welcher Kraft Sie drücken müssen, damit Sie wirklich einen kraftschlüssigen Griff erhalten. Und dann passieren solche Sachen, dass man ein Objekt aufgreift, sich ein Objekt in der Hand bewegt und das muss ich ja auch wieder wahrnehmen. Und Wahrnehmung ist auch eine sehr große Herausforderung, weil das Objekt ist verborgen in meiner Hand, das Licht verändert natürlich wieder das Aussehen des Objektes, was der Mensch sehr, sehr auf natürliche Weise zu kompensieren weiß. Aber das sind alles in allem sehr, sehr große Herausforderungen. Und also zum einen die Wahrnehmung, dann die Bewegungskommandierung auf dieser sehr detaillierten Ebene und dann auch die autonome Planung. Und man muss sagen, jedes dieser Themen kann sehr viele Doktorarbeiten bedeuten. Und allein schon die Erkenntnis, wie mein Objekt in der Hand liegt, haben sich bei uns im Institut schon seit 10 Jahren Leute beschäftigt. Am Anfang hat es sehr viel zu lange gedauert, minutenlang, um die Position zu erkennen. Dann lag das Thema brach für einige Jahre. Jetzt haben wir einen Kollegen, der einen neuen statistischen Ansatz erfunden hat, der uns versucht, diese ganzen Ungenauigkeiten, die Sie ansprechen, zusammenzutragen und zu sagen, aus der Bildinformation, die verdeckt ist, aus der ungenauen Kraftinformation, aus der Überprüfung der Plausibilität von Kollisionen, versuche ich so eine Schätzung der Objektlage durchzuführen und zu kompensieren. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis sich das tatsächlich so robust umsetzen lässt, dass der Roboter völlig autonom praktisch ein Objekt greift und wieder ablegt. Heutzutage werden viele dieser Vorgänge geteacht, das heißt, jemand nimmt den Roboter an den Fingern, verbiegt seine Finger um das Glas, sagt, merkt er die Position, speichert die andere Position, das heißt viel Programmieren und Handarbeit. Das ist jetzt nur so ein bisschen, um einen Einblick in die tägliche Arbeit der Roboterforscher zu geben. Also das Ziel ist ja, wenn ich das richtig sehe, also wenn es jetzt tatsächlich um Roboter geht, die nicht wie in der Vollautomation, wenn man etwa an die Automobilindustrie denkt, sondern etwa im Handwerk unterstützende Roboter sind, eben diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu ermöglichen. Also eine große Angst, die es ja gibt, ist, dass wir unser Verhalten dann an den Roboter anpassen sollen. Und was Sie gerade beschreiben, ist eigentlich das Umgekehrte. Wie kann der Roboter sozusagen die Fähigkeit entwickeln, sich an unser Verhalten anzupassen? Und wir wissen, wie kompliziert das Anpassungsverhältnis schon zwischen Menschen ist, wo man ja auch manchmal nicht genau weiß, wer passt sich eigentlich an wen an. Ja, also der Moderator an die hier gezähmt werden müssen oder umgekehrt. Und das ist in der Alltagskommunikation ja auch so. Wie ist es mit der Kognition? Ja, die Kognition kommt im Grunde genommen noch erschwerend hinzu. Herr Abuschäfer hat ja gerade sehr
einleuchtend dargestellt, wie schwierig die Dinge schon sind, wenn man in Anführungszeichen einfach nur Physik macht. Ja, es kommt aber noch hinzu, wenn ich jetzt dieses Glas greife, um es etwa Ihnen zu reichen, dann verstehe ich auch noch den Zweck des Ganzen. Ich beherrsche nicht nur diese ganzen physikalischen Prozesse, sondern ich habe auch noch ein Bild, was Wasser für Sie bedeutet, dass Sie vielleicht jetzt gerade eine trockene Kehle haben und dass Sie einen Schluck brauchen, um gut weitersprechen zu können. Und unser Alltag ist durchdrungen, Sie sehen, es wirkt. Unser Alltag ist durchdrungen von Wissen und von vermeintlichen Kleinigkeiten dieses Kalibers, die wir aber eigentlich nicht bewusst wahrnehmen, weil wir da drin von Kindesbeinen an eingetaucht sind. Das heißt, wir leben ständig in einem Science-Fiction. In diesem Science-Fiction, dank unseres Gehirns, werden wir von dieser fremden Welt so abgeschirmt, dass sie uns vertraut vorkommt. Und der Roboter, wie wir ihn im Labor haben, der, wenn er es erleben könnte, aber der findet sich in der Situation, wie wir auf einem fernen, fremden Planeten, denn für den sind alle Gegenstände, die uns vertraut sind, fremd. Und für den ist fremd sowas wie Wasser, die Bedeutung von Wasser, Durst. Und diese Fremdheit abzubauen, das ist die gewaltige Aufgabe, die in unseren Labors sehr ansatzweise erst gelöst ist. Und das braucht eben ganz viel Kognition, denn Kognition heißt ja Verstehen, das von der Fremdheit zum Verständnis zu kommen. Und hier sind uns im Grunde genommen die Science Fiction immer meilenweit voraus. Diese Roboter können schon immer alles. Es ist entsetzlich frustrierend für uns in den Labors. Wir müssen ganz mühsam versuchen, einen Teil dieser Schwierigkeiten in Gleichungen zu fassen, da gewisse Regularitäten drin zu entdecken und in die Roboter reinzubringen mit maschinellen Lernen, das, was wir so nicht kriegen, durch Versuch und Irrtum in die Geräte zu bringen. Und das ist so etwas von mühsam und auch langwierig, dass wir weit weg sind von den Fähigkeiten, die die Roboter in den Science-Fictions schon haben, aber wir sind auch zäh und arbeiten daran, dass wir weiterkommen, dass sie in unserem Alltag, in diesem Science-Fiction-Alltag auch eines Tages zu nützlichen Helfern werden können. Da stellt sich ja für uns die Frage, woher können wir das eigentlich? Und die Antwort gibt heute naturwissenschaftlich die Evolution. Das heißt, der Organismus ist uralt, hat eine lange Entwicklung gehabt. Und da haben hochkomplexe Organismen wie der Mensch gelernt, all diese auch kognitiven Eigenschaften zu entwickeln. Das heißt, für die Robotik von der Forschungsstrategie her wäre es völlig illusorisch und lange Zeit hat man das ja auch versucht, so in den 50er Jahren auch propagiert, den Menschen in irgendeiner Weise zu imitieren. Technisch, das haben Sie ja gerade auch beschrieben, wäre das so völlig hoffnungslos. Das heißt, Technik ist immer dann, so verstehe ich die Technik auch, immer dann erfolgreich, wenn sie eigene Wege sucht. Also wenn ich mich daran erinnere an den Vogelflug, als man das Fliegen lernen wollte, solange man also versucht hat, das also zu imitieren, landete man wie der Schneider von Ulm immer auf der Nase. Aber als man plötzlich die Grundgesetze der Aerodynamik ernst nahm und dann eigene Wege gefunden hatte, und eigene Techniken auch, die es so überhaupt nicht in der Natur gibt, da hat man den Menschen, also, hat man die Tiere also meilenweit überholt. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass es uns in der Technik gelingt, zum Beispiel durch unsere Computerpower, durch andere Technologien, Fähigkeiten zu verstärken, zu entwickeln, auf ganz andere Art und Weise, als das die Evolution bei uns gemacht hat. Und wenn wir uns diese Technologien ansehen, also die Kognition, beim Computer, funktioniert ja auch beim Roboter, funktioniert ja auch zum größten Teil anders, als das bei uns der Fall ist. Aber es ist eben erfolgreich und darauf kommt es am Ende beim Ingenieur drauf an. Also insofern verstehe ich die Roboter, die Robotiker auch als Ingenieure, die erfolgreich Probleme lösen wollen. Es sei denn, das gibt es natürlich auch in der Medizin vor allen Dingen, auch mit Blick auf die Gehirnforschung, ich will nun wirklich ein Modell bauen, das möglichst nah den kognitiven Eigenschaften nachempfunden ist. Aber ich denke mir, das wird ein Weg sein, der in der Forschung interessant ist, aber für die Technik, vor allen Dingen Anwendungen in der Industrie, da wird es darauf ankommen, geschickt Technologien zu finden, die bestimmte Tätigkeiten, auch die der Mensch auch vollzieht, vielleicht noch besser zu realisieren, aber vielleicht mit ganz neuen Methoden. Dazu aber vielleicht noch die Bemerkung, dass, was Sie sagen, die doppelte Rolle des Roboters sehr gut beleuchtet.
Das zum einen ist dieser Nützlichkeitsaspekt, da müssen wir auch Roboter bauen, die wie Flugzeuge sind. Zum anderen aber sind komplexe Roboter, wie wir sie heute bauen können, auch sowas wie Teleskope, die uns gestatten, unseren Blick in gewissermaßen den Kosmos der Kognition zu werfen, denn das kann man nicht allein in Simulationen abdienen. Da braucht man auch künstliche Agenten, die ein Stück weit in der Lage eines kognitiven Agenten, eines kognitiven Wesens handeln sollen, dass man beobachten kann, was passiert denn da und wo fehlt es noch. Und in dem Sinne, wie die Astronomen ihre Teleskope bauen, bauen wir unsere Roboter, um dieses Universum zu verstehen. Und da sind selbst in der Aerodynamik noch offene Probleme. Wir wissen auch heute noch nicht, wie der Spatz mit seinem Spatzenhirn durch einen Baum fliegt und mit seinen unendlich langsamen Neuronen dann nirgendwo kollidiert. Eine einzige Kollision wäre tödlich und er muss das in tausendstel Sekunden fehlerfrei machen. Und zwar sein ganzes Leben lang, sonst ist das Leben kurz. Die schwierige Rolle des Moderators ist, dass der es nur moderieren soll. Vielleicht, wenn der Satz erlaubt ist, also für einen Soziologen ist das natürlich sehr interessant, wenn wir einfach an ganz einfache Kommunikationssituationen denken, wie viel tacit knowledge, implizites Wissen, wie viel sozusagen Wahrnehmung, die gar nicht die Wahrnehmungsschwelle oder Bewusstseinsschwelle erreicht, notwendig ist schon für so simple Gespräche, die auf der Straße stattfinden. Guten Tag, schön Sie zu sehen, das Wetter ist auch nicht schlecht, bis morgen. Also schon diese Form sozusagen, sich in Echtzeit aufeinander einzustellen. Können Sie sich vorstellen, dass so etwas mal Roboter miteinander machen? Weil das wäre jetzt nicht nur sozusagen eine Idee, die für einen Film interessant wäre, sondern wenn man also an mehrere Agenten denkt, die zum Beispiel bei der Diagnostik oder so in Echtzeit Entscheidungen treffen und sich aufeinander einstellen. Es ist eben, wie Sie jetzt mit dieser Nachfrage ins Blickfeld bringen, eine Frage des Qualitätsanspruchs. In relativ überschaubaren Themenwelten geht das schon, dass man heutzutage mit einem Roboter oder auch mit einem virtuellen Avatar, da gibt es auch Forschungen, das muss nicht immer alles in Blech und Eisen sein, sich ganz nett unterhalten kann, wenn das Gespräch so ein bisschen Smalltalk-artig ist. Sobald man aber natürlich ein Stück weiter in die Tiefe gehen möchte, fehlt uns ganz vieles. Wir verstehen im Grunde ja uns selbst zu wenig, um die Verfassung, was uns Menschen interessiert, was uns antreibt, so im System abzubilden, dass ein Roboter sich mit uns über sowas unterhalten könnte. Da ist noch unendlich viel Forschung zu leisten. Man weiß nicht, wie weit man da kommt. Aber um wieder zum Flugzeug zu kommen, man kann für praktische Anwendungen sicherlich in absehbarer Zeit schon Agenten bauen, mit denen man sich gut unterhalten kann, zum Zeitvertreib, dass man keine Langeweile hat. Das ist vielleicht besser, als jetzt passiv ein Video zu schauen. Es ist vielleicht nicht optimal oder sicher nicht optimal. Ein Mensch ist immer besser. Aber manchmal, wenn eben kein Mensch da ist, kann das schon helfen. Und in dem Sinne sind solche Forschungen auch in Anwendungsbereichen, über die wir nachher wahrscheinlich noch sprechen werden, ein Hoffnungsschimmer. Das Interessante ist ja, es geht der Bereich, den Sie jetzt angesprochen haben, Sie haben gesagt, es muss nicht alles immer in Blech und Eisen sein. Das geht ja auch sehr stark in die Informatik rein, also in die Software. Das heißt, dass man dort intelligente Programme hat, die bis zu einem bestimmten Grad auch Semantik verstehen. Und ich sage das jetzt auch mal als Philosoph, weil meine Zunft immer behauptet hat, das wird nie möglich sein. Und da sind schon auf dem Gebiet der Informatik hochinteressante Entwicklungen da, die dann sicher auch in diese Geräte in Blech und Eisen implementiert werden können. Herr Slansky. Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass der Aspekt der Unterhaltung, ich meine, erinnern wir uns mal daran, dass es einen richtigen Hype gab um ein Gerät, das eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die heute noch verkauft werden, das sogenannte Tamagotchi. Ich weiß nicht, da erinnern wir uns vielleicht alle noch dran und erinnern uns so ein kleines bisschen an den Schauder, wo man sich dachte, kann das jetzt wirklich also ein gesellschaftliches Massenphänomen werden, dass also Kinder, Jugendliche, Erwachsene und vielleicht sogar Senioren geistig abhängig davon werden, dass ein Spielzeug da ist, was zu bestimmten Zeiten bestimmte Aktionen erfordert. Rechnen wir es mal aufs Kleinste runter. Und dass wirklich das als großer Verlust erlebt wird, wenn man jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gefüttert hat und das Gerät dann in Anführungszeichen stirbt. Das hat eine Weile funktioniert und ist eigentlich mehr oder weniger folgenlos auch wieder vorbeigegangen. Das heißt also, das hat wirklich von dieser Novität gelebt und es hatte eine sehr begrenzte Lebensdauer.
Auf der anderen Seite stehen jetzt zum Beispiel Computerspiele für mich, die eine sehr viel längere Lebensdauer als Unterhaltungsmedium haben und aufweisen und immer noch weiterentwickelt werden. Und warum sterben die nicht aus? Die werden nicht aussterben, bin ich mir ziemlich sicher, weil sie nach anderen Gesichtspunkten funktionieren. Und zwar kommen wir da wieder auf die Dramaturgie. Die Dramaturgie ist ja eine sehr alte Kunstwissenschaft, die das Geschichten erzählen, das Geschichten erleben, in bestimmte Gesetzmäßigkeiten fasst und diese Gesetzmäßigkeiten eigentlich lange Gültigkeit beanspruchen. Wir haben dramaturgische Gesetze von den alten Griechen übernommen, die heute noch zum großen Teil gültig sind. Und wir können auch darüber noch weiter vor in die Kulturgeschichte gehen. Und wir können diese Gesetze heute noch bei innovativen Techniken anwenden. Das ist ein interessantes Phänomen, finde ich. Und ich glaube, dass letzten Endes der ganze Aspekt von Unterhaltung, also von Entertainment, ob ich das jetzt wirklich mit einem Roboter physisch mache oder ob ich es medial vermittelt mit einem Abbild eines virtuellen Lebewesens, sei es ein Roboter, sei es ein Avatar, sei es ein Cyborg, ein Mischwesen und was da, also da gibt es ja schon ein ganze aufgefächerte Genre. Katalog, sei es das eine oder das andere. Und dass das natürlich in einem reinen audiovisuellen Medium besonders gut funktioniert, ist klar. Weil wenn ich das Ganze in Blech und Eisen, war ja das Stichwort, ich würde mal sagen in Polymeren und vor allen Dingen aber eben in wirklicher Materie verwirklichen muss, wird es unendlich viel schwieriger. Visuell, audiovisuell das zu vermitteln, ist vergleichsweise sehr, sehr simpel.